Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Ich bin Jakob und heute zeige ich euch, wie man ein iPad für 3D-Konstruktion verwenden kann. Wie gesagt, heute geht es um 3D-Konstruktion auf dem iPad. Dafür braucht man nichts anderes als das iPad an sich. Hier diese App, Shaper 3D und den Apple Pencil. Die App ist sehr einfach und sehr übersichtlich. Was ich schön finde, gibt es hier auch viele Tutorials direkt von dem Hersteller. Das heißt, man kann sich da ein paar Modelle anschauen und hier kann man dann wirklich sehen, wie die Schritt für Schritt dann erstellt werden. Also heute machen wir da die Grundlagen, aber wenn ihr euch dann da weiterbilden wollt, dann könnt ihr gerne hier unter Lernen weitere Tutorials finden. Die sind sehr schön gemacht und kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit den Grundlagen an. Genau, hier seht ihr dann schon ein paar von meinen Designs, die ich entworfen habe. Und hier, wenn man auf Plus geht, bekommt man hier die Möglichkeit, entweder ein komplett neues Design zu erstellen oder Datei importieren. Also zum Beispiel, wenn man SolidWorks oder so benutzt, kann man das hier einfach importieren, zum Beispiel als Step-Datei oder STL und dann hier weiter bearbeiten. Wir fangen natürlich mit einem neuen Design an und so sieht dann die Oberfläche aus. Hier unser Koordinatensystem und hier dann sieht man, wie wir im Raum ausgerichtet sind. Das heißt, hier das Rote, das ist ja die X-Achse, hier die Z-Achse, das ist dann die Y-Achse. Das ganze Prinzip hinter Shaper 3D ist eigentlich super einfach und wenn man da ein paar Sachen am Anfang lernt, kennt man schon eigentlich das ganze Vorgehen hinter Shaper. Und zwar hier, wenn man doppelt auf eine Fläche klickt, also hier sind wir jetzt in der Fläche, also in hier die X-Achse, hier die Y-Achse. Und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten hier auf der Leiste links, was wir da zeichnen können. Das heißt, wir machen da eine Skizze, eine zweidimensionale Skizze und die wenn das dann eine geschlossene Fläche ist, können wir dann einfach so in den Raum ziehen, sozusagen extrudieren. Und das zeige ich euch jetzt genau. Hier kann man entweder eine Linie machen, also so, oder einen Bogen. Das erkennt Shaper auch automatisch. Man kann hier die Maße natürlich anpassen. Und wie ich gesagt habe, wenn es dann eine geschlossene Fläche ist, so wie jetzt, also wenn man dann mit dem Finger die Ansicht ändert, kann man einfach mit dem Pencil auf die Fläche klicken und dann die einfach so extrudieren. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man beim Modellieren in Shaper wissen soll. Und jetzt können wir uns genau zeigen, wie man hier mit der App umgeht. Das heißt, mit Fingern kann man hier einfach die Ansicht verändern, also Sicht im Raum bewegen. Den Apple Pencil benutzt man dafür, wenn man ein Objekt markieren möchte. Das heißt, hier, wenn ich doppelt mit dem Finger auf etwas klicke, ändere ich nur die Ansicht. Das heißt, hier zum Beispiel habe ich auf eine Fläche doppelt geklickt und jetzt sehe ich die genau vor mir. Wenn ich aber mit dem Apple Pencil darauf klicke, markiere ich das Objekt. Das heißt, Objekte mit dem Apple Pencil, Ansicht verändern mit Fingern. Natürlich kann man hier auch zoomen und es fühlt sich sehr gut an, anders als bei Computer Design Software. Hier ist es irgendwie so intuitiver, näher und das Schöne ist, man kann Shaper einfach so, wenn man eine Idee hat auf dem Weg, zum Beispiel im Zug, kann man einfach sein iPad rausnehmen und etwas schnell designen, weil es sich wirklich wie Malen auf einem Papier anfühlt, aber nur dreidimensional. Genau, und hier
Wenn wir dann das Objekt markiert haben, haben wir hier andere Menüpunkte angezeigt bekommen. Hier zum Beispiel für Schieben und Rotieren. Und das kann man auch hier mit diesen drei Pfeilen. Das zeigt uns dann, wohin wir unser Objekt dann verschieben können. Also wieder mit dem Apple Pencil, mit Fingern würde man nur die Ansicht ändern. Und so kann man das entlang von den Achsen verändern, die Position davon verändern. Das heißt so, entlang von der X-Achse, so, Y-Achse, so, nach oben, Z-Achse. Ganz einfach, muss man glaube ich nicht weiter erklären, weil das ja super intuitiv ist. Das gleiche auch mit der Drehung um die Achse. So, so. Und so würde man dann das Objekt drehen. Man kann natürlich nicht nur verschieben oder rotieren, man kann natürlich auch die Größe verändern. Geht man auf Skalieren und dann kann man hier auswählen, wie groß dann unser Objekt sein soll. So, was ich noch nicht gesagt habe, ist, wie viel Shaper kostet. Es ist so, für Studierende und Hochschulmitarbeiter ist die App kostenlos, also in der Pro-Version. Das heißt, es gibt da auch eine kostenlose, die aber natürlich ihre Grenzen hat. Das Schöne ist, für Studenten ist es kostenlos, man muss da nur seinen Hochschulausweis hinschicken, also ein Foto davon, eine Kopie, und dann wird man freigeschaltet. Bei anderen kostet die Pro-Version 250 Euro, also nicht so wenig, aber dafür, was man damit machen kann, ist es im Vergleich zu anderen CAD-Softwaren relativ wenig, also wenn man das jetzt mit SolidWorks oder so vergleicht. Genau, dann weiter geht's hier mit dem Modellieren. Hier unten gibt es dann natürlich die Möglichkeit, alles, was man gemacht hat, wieder zurückzusetzen. Und das habe ich jetzt gemacht. Genau, also jetzt schauen wir uns die einzelnen Tools, die hier Shaper zur Verfügung stellt, genauer an. Und hier bei Skizze, das habe ich schon davor gezeigt, hat man einfach die verschiedenen Formen, die man halt als 2D-Skizze da zeichnen kann. Damit fängt man grundsätzlich an. Und dann, wenn man das hat, geht man hier auf die Tools und da sieht man die verschiedenen Werkzeuge, die man dann zur Bearbeitung eines Objektes, was man schon erstellt hat, dann verwenden kann. Und die werden wir jetzt, also die wichtigsten, werde ich euch jetzt zeigen. Aber dafür müssen wir da ein dreidimensionales Objekt erstellen. Wir machen das richtig cool hier mit Spline. Das ist einfach eine Kurve, die durch mehrere Punkte definiert ist. Man macht das einfach nur so, dass man zeichnet und dann, wenn man einen Punkt, also die Position von einem Punkt oder Wendepunkt da bestimmen möchte, dann muss man einfach ein bisschen mit dem Pencil drücken und dann einfach weiter zeichnen. So haben wir dann eine geschlossene Fläche, also wieder Ansicht verändern. Und dann können wir ihn mit dem Apple Pencil markieren und extrudieren. Was schön ist, ist, wenn man doppelt auf das Objekt klickt mit dem Apple Pencil, dann hat man die Möglichkeit, das zu verschieben, habe ich davor gezeigt. Aber wenn man hier auf Plus geht, kann man das genauso machen, mit dem Unterschied, dass das Objekt kopiert wird. Also jetzt haben wir das einfach dupliziert und haben da zwei identische Objekte. Und das ist genau das, was ich euch zeigen wollte. Hier, wenn man auf Alle abwählen geht, dann werden die ja nicht mehr ausgewählt. Und hier bei Tools kann man dann verschiedene Werkzeuge zur Bearbeitung von den Formen verwenden. Und das Einfachste, was man sich ja auch super easy vorstellen kann, ist hier zum Beispiel Vereinigung oder Substrahieren. Vereinigung bedeutet nichts anderes, als wenn sich
zwei Objekte überschneiden, so wie die beiden, dass die dann bei der Vereinigung einfach zu einem Objekt gemacht werden. Das muss man einfach nur so machen, dass man hier auf Tools geht, Vereinigung. Und was ich auch sehr schön finde, wenn man vergessen hat, wie welches Werkzeug funktioniert, gibt es hier oben immer eine kurze Anleitung. Also hier bei Vereinigung kann man sich dann einfach anschauen, wie das funktioniert. Dauert ein paar Sekunden und man kann dann einfach weiterarbeiten. Passiert und finde ich sehr, sehr nützlich. Aber was man hier machen muss, ist einfach die beiden Objekte markieren, die man vereinigen möchte. Und dann geht man hier einfach auf Fertig. Und man sieht hier jetzt, wenn man doppelt klickt, sind jetzt zu einem Objekt geworden, zu einem dreidimensionalen Modell. Ähnlich funktioniert, also ich gehe jetzt wieder zurück. Jetzt sind das wieder zwei getrennte Objekte, kann man ja so überprüfen, dass man eins davon doppelt anklickt. Und dann hier bei Tools, wenn man auf Substrahieren geht, kann man die voneinander abziehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier von dem Objekt das hier abziehen möchte, das heißt, dass hier dann so ein Loch entsteht, dann muss ich zuerst das Objekt markieren, von dem etwas abgezogen wird und danach das, was abgezogen wird. Man kann es auch tauschen, einfach hier muss man auf Plus oder auf Minus klicken, dann kann man ja die auch entsprechend vertauschen. Dann geht man auch fertig. Genau, was jetzt passiert ist, und das sollte ich vielleicht noch erläutern. Ich habe jetzt die zwar voneinander abgezogen, das Problem ist, ich gehe jetzt nochmal zurück, genau, nochmal auf Substrahieren. Ich habe die nochmal markiert. Und hier ist passiert, dass die wir abgezogen haben, da geblieben sind. Also man hat nicht direkt den Unterschied gesehen. Und das kann man hier unter Originale behalten, dann entsprechend einstellen. Dass manchmal braucht man auch den Körper, den man da abgezogen hat, braucht man irgendwie weiter in der Konstruktion. Ich brauche es hier nicht, also brauche ich die Originale gar nicht mehr. Ich brauche nur das Ergebnis von der Substraktion. Genau, also geht man hier dann auf Fertig und jetzt ist es schon so, wie wir das wollten. Jetzt sind die Objekte voneinander abgezogen worden. Ja, und die nächste Sache ist, man kann natürlich nicht nur auf der XY-Fläche zeichnen, sondern man kann eine beliebige Fläche auswählen, auf der man dann zeichnen kann. Also zum Beispiel hier, wenn man doppelt klickt, kommt man dann auf die obere Seite unseres Modells, was wir da erstellt haben. Und man kann einfach darauf zum Beispiel so ein Dreieck erstellen. So einfach geht das. Wenn man sich das in 3D anschaut, sieht es dann auch entsprechend so aus, wie wir das haben wollen. Und danach funktioniert es genauso, wie ich es am Anfang erklärt habe. Die Fläche markieren und dann hochziehen. So extrudiert man dann. Und was auch super cool ist, wenn man in die andere Richtung geht, macht man eine Bohrung. So easy ist es. Und es funktioniert auch, wenn man hier wieder doppelt anklicken, die ganze Fläche markiert und die dann verschiebt. Entschuldigung. Dann kann man auch so eine Bohrung machen. Es wird automatisch so gemacht, wenn da eine Linie dazwischen ist, dass die Fläche in zwei geteilt wird. Das seht ihr da. Man sieht auch ganz genau, was man markiert hat. Also so macht man eine Bohrung, so extrudiert man. So easy ist es. Und genau, das ist dann das Wichtigste, wirklich das Wichtigste, was man bei Shaper wissen muss. Die nächste coole Funktion von Shaper ist die Abrundung oder die Abschrägung von Kanten. Ist auch super easy, man muss da einfach eine Kante antippen und dann, wenn man in eine Richtung zieht,
dann wird die Kante so abgeschrägt. Oder man in die andere Richtung kommt, dann wird sie so abgerundet. So easy ist es. Man muss aber nur darauf achten. Hier seht ihr zum Beispiel, dass nicht der ganze Umfang von dem Körper markiert wurde. Das heißt, wenn man den gesamten Umfang dann so bearbeiten möchte, dann muss man schon alle markieren. Und da sieht man, die sind dann blau. Also alles, was so bearbeitet werden soll, muss dann auch markiert werden. Und hier wird dann der gesamte Umfang so abgeschrägt. Finde ich super cool und super easy. Genau, hier seht ihr aber, haben wir hier mehrere Flächen, die wir am Ende gar nicht mehr brauchen. Und dafür gibt es hier diese Ebenen. Und da kann man einzelne Elemente ausblenden. Also hier zum Beispiel unsere Skizzierebene. Das ist dann hier und das Dreieck. Kann man einfach so ausblenden. Man muss es nicht löschen. Das ist auch das Schöne, weil vielleicht braucht man das später. Und kann man einfach hier, damit es übersichtlicher ist, in dem Menü entsprechend sagen, was sichtbar sein soll und was nicht. Also hier zum Beispiel die Fläche ist jetzt auch verschwunden. Genau. Was ich euch heute noch zeigen möchte, sind zwei Funktionen. Einmal Loft. Das ist hier unter Tools und funktioniert auch super einfach. Man braucht da wieder mindestens zwei geschlossene Flächen. Also zum Beispiel so. Und die kann man, habe ich ja vorhin gezeigt, wenn man das doppelt anklickt, hier einmal auf Schließen, kann man die auch einmal kopieren und so hochziehen. Dann haben wir jetzt zwei identische Flächen. Diese kann man ja auch drehen. Und man kann die ja auch nochmal kopieren. Entschuldigung, so, da steht ja kopieren ein. So kopieren wir die. Kopieren aus und dann nochmal drehen. Das Schöne ist, hier seht ihr noch die alte Fläche, die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr, können wir hier löschen. Loft funktioniert so, dass er mehrere, also mindestens zwei geschlossene Flächen miteinander verbindet. Wie das geht, zeige ich euch hier unter Loft. Dann, wenn man nicht weiß, kann man hier ja immer schauen. Und dann muss man einfach nur die drei Flächen markieren und ihr seht schon, was da passiert ist. Die sind jetzt miteinander verbunden und haben daraus ein dreidimensionales Modell gemacht. So, genau mit diesem Vorgehen, also mehrere Flächen, die dann geloftet worden sind. So ist auch zum Beispiel dieses Modell entstanden. Ja, es ist so ein cooler Stiftehalter. Genau, also einfach nur mit Loft. Was ihr aber sehen könnt, ist der hohl, also es ist nur ein Gehäuse, ist der nicht gefüllt. Und das ist das Letzte, was ich euch heute zeigen möchte, und zwar, wie man das macht, dass man daraus zum Beispiel so einen Stiftehalter machen könnte. Und dafür gibt es hier die Funktion unter Tools und Gehäuse. Und das Einzige, was man machen muss, ist die Fläche oder Flächen markieren, die entfernt werden sollen. Also in dem Fall wäre das nicht die untere, sondern hier nur oben. Wenn daraus so ein Rohr entstehen sollte, dann müssen natürlich beide markiert werden. In dem Fall zeige ich euch, wie das geht, wenn das nur von einer Seite entfernt wird. Und zwar hier, die muss man bestimmen und dann nur noch die Wanddicke. Man sieht hier schon auch genau, wie das funktioniert. Und hier muss man dann einfach nur die Wanddicke bestimmen. Es ist alles in Millimetern. Man kann damit ganz schön arbeiten. Genau, und das sind dann die Grundlagen von Shaper. Es gibt dann viel, viel mehr, was man dazu erzählen kann. Aber für heute waren das ja die Grundlagen und ich hoffe trotzdem, dass sie was
Neues gelernt habe. Und mehr dazu entweder bei nächsten WinLab-Workshops oder hier in Shaper unter Lernen. Da findet ihr wirklich alles und ich kann die Tutorials nur empfehlen, die sind sehr, sehr schön gemacht. So, das waren die Grundlagen von Shaper 3D. Ich habe ja gesagt, da könnte man noch viel mehr erzählen. Es gibt da tausend andere Funktionen, die ich heute gar nicht erwähnt habe. Aber das vielleicht in nächsten Workshops oder bei den Tutorials, was ich da euch gezeigt habe. Das war es für heute und ich freue mich auf euch bei nächsten Workshops. Tschüss!